Jo Leute, heute habe ich euch ein Set aus der aktuellen Ninjago-Serie mitgebracht. Aber zuerst, wenn ihr neu seid, hallo. Und wenn ihr öfters meine Videos anschaut, willkommen. Ich freue mich, dass ihr da seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Seht ihr, was passiert, wenn ihr meinen Kanal abonniert? Ihr kriegt eine extra Begrüßung am Anfang von jedem Video. Also, was ich euch heute zeigen möchte, zurück zum Thema, ist die 71771 aus der aktuellen Ninjago-Serie, wie gesagt, der Tempel des Kristallkönigs. Ein relativ cooles Set meiner Meinung nach. 700 und ein paar zerquetschte Teile, kostet 79,99 UVP, ist jetzt kein Schnäppchen, gerade weil Ninjago eigentlich in der Lego-Welt immer preislich sehr moderat angesiedelt ist. Aber meiner Meinung nach ist es es wert, man kriegt einen Haufen für sein Geld und ich zeige euch jetzt genau, was es ist, würde ich mal sagen. Mein Highlight bei Ninjago sind sowieso meistens die Figuren. Da haben wir erstens mal hier vier Ninjas. Zane, Kai, Jay und Cole. Relativ Standard mit diesem Ninja-Turban auf, aber der hat jetzt einen Print drauf vorne. Ich habe die neue Staffel, um die es da jetzt geht, noch nicht gesehen. Ich weiß auch gar nicht, ob es die schon gibt. Deswegen kann ich nicht genau dazu sagen, ob das irgendeine Bewandtnis hat oder nicht. Ich bin nicht so im Thema Serien Ninjago drin, aber ich mag die Ninjago-Sets sehr gerne, weil die immer sehr viele Spielfunktionen haben und cool gebaut sind, coole Teile haben. Aber dazu kommen wir alles noch. Dann das Highlight sind immer die Bösewichte bei Ninjago. Hier haben wir diesen Wächter mit den Trans-Pink-Beinen und auch Trans-Pink-Armen und dem fetten Kristallschwert. Der Kopf hat auch so transparente Elemente, ist ziemlich cool gemoldet, ist irgendwie sowas wie ein Wolfsdämons, irgendwas Dings. Und dann gibt es halt noch den Kristallkönig mit dieser Oni-mäßigen Maske. Die ist sehr cool. Also er hat natürlich auch hat er zwei Torsos. Das ist schon mal speziell. Goldene Arme. Alle haben Beinbedruckung, aber Armbedruckung hat keiner. Aber bei seinem Helm kann man einfach zack aufklappen. Und drin haben wir noch ein grimmiges schwarzes Gesicht von dem ultrabösen Kristallkönig. Auch sehr cool finde ich die rosanen Ninja-Schwerter. Also diese durchsichtig rosanen Ninja-Katanas, die sind auch sehr cool, die werden sicher auch sehr beliebt sein bei den Kindern. Generell Waffen und so sind bei Ninjago ein Ding, was sehr relevant ist, gerade für die jüngere Zielgruppe. Sodala, dann haben wir hier das Set. Das Set besteht aus zwei Teilen. Es ist wie gesagt der Tempel des Kristallkönigs, der wohnt da oben. Hier haben wir den Thronraum und sowas, aber gehen wir Schritt für Schritt durch. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit dem kleineren Teil an. Ich schiebe das mal ein bisschen näher, dass ich das ein bisschen zeigen kann. Und nehme mir einen Ninja, damit ich hier demonstrieren kann, um was es hier geht, genau. Also, man steht quasi hier am Anfang von dem Parcours oder wie man es will, und kann man hier links rauf gehen oder rechts. Wenn man hier rauf geht, muss man hier rauf gehen. Dann ist man hier auf dieser Plattform, stellt sich dahin und da ist schon die erste Falle. Also das Ziel ist es immer, diese goldenen Waffen zu kriegen. Hier sind diese Wurfsterne, hier das fette Schwert, da sind so Nunchucks und da ist diese Sense. Aber man kann hier eben diese Falle auslösen. Da ist da so ein kleiner Hebel, den drückt man einfach nur runter. Das ist ein Pin befestigt. Komplett einfache Konstruktion. Macht man zack und den fetzt runter und er kann halt seine Waffe nicht erreichen. Theoretisch. Die Wurfsterne kriegt er leicht. Dann kann er an den Wurfsternen vorbeigehen. Dann ist hier eine Treppe. Diese Treppe hat auch eine besondere Funktion. Und zwar kann man hier einen Hebel ziehen, diesen goldenen hier. Und wenn man den zieht, zack, stürzt halt die Treppe ein. Also wenn man ihn zum Beispiel da oben hinstellt, dann kann man halt so die Treppe einstürzen lassen und er fliegt dann da runter und hat wieder seine Nunchucks nicht erreicht. Wenn er es aber bis über die Treppe geschafft hat, bis ganz nach oben dort, wo die Nunchucks lagern, hier, kann man ihn hier hinstellen und man sieht dann hier, dass da noch eine Falle versteckt ist. Also da drückt man dann an, zack, ihn fällt runter, keine Nunchucks für sehen. Passt. Das heißt, wir haben jetzt dieses Terrain erledigt. Wie man sieht, gibt es sehr viele so von diesen großen Kristallteilen in diesem Trans-Pink. Hier auch noch eins. Generell sehr viele von diesen kleinen diamantmäßigen Dachhubbels und sowas. Und auch lustige kleine Builds, wie zum Beispiel dieses Fledermaus-Drachenteil aus zwei Brick Modified und viel Schissel rundherum. Finde ich auch sehr cool gemacht. Da wäre übrigens ein Aufkleber drauf auf seinem Gesicht. Das sind die Aufkleber von diesem Set. Finde ich für 700 Teile okay. Also das ist jetzt nicht komplett aus der Welt oder so. Ich habe es natürlich wie immer nicht drauf gemacht, aber kann man ruhig machen. Sehr viele große solche Slope-Elemente und sowas sind vor allem in dem nächsten Teil verbaut.
ein paar große Platten, also man kriegt ordentliche Teile, es hat Gewicht, es ist ein massives Ding. Also ich finde Preis, Leistung eigentlich ganz okay von dem Set. Dann haben wir hier das Highlight meiner Meinung nach. Also das ist halt so das Haupttempel-Dings. Da oben ist der Thron vom Kristallkönig, sieht man das spiegelt ein bisschen. Da der ist ganz cool gebaut mit dem Hintergrund diesen Kristallen angedeutet aus normalen Trans-Clear, also Trans-Pink-Bricks und oben halt diesen kleinen Diamantsteinen drauf und sowas. Hier haben wir was ganz, ganz Cooles. Und zwar, das war ein Tensegrity-Dings. Das heißt, dieses ganze Ding schwebt eigentlich, weil es hier von der Kette gehalten wird, da unten, und da oben halt von diesen zwei anderen. Auf der Verpackung sieht das so aus, als wäre das nicht möglich, weil die untere Kette dann nicht gespannt ist und so. Und deswegen war ich sehr gespannt darauf, wie das gebaut ist. Aber das funktioniert eigentlich einwandfrei, das schwebt da so rum. Wenn es einem irgendwie von der Neigung oder so nicht passt, kann man das hier über diese Anfänge von den Ketten quasi, wenn man das ein bisschen lockerer oder fester macht, einstellen. Das ist ziemlich cool. Das ganze Ding kann man natürlich auch öffnen, weil das ist so ein Gefängnis. Und dann kann man da eine Figur reinstellen und einsperren und die ist dann da halt. Zack, geben wir den 10 rein. Und zu ist im Kristall gefangen. Diese Kristallteile sind relativ cool. Also es ist relativ viel Upside Down gebaut in dem Set. Das werde ich euch auch noch alles zeigen. Und das ist zum Beispiel ein umgedrehtes von diesen Large Ugly Rock Pieces, aber halt in diesem Trans Pink. Ziemlich cooles Teil. Genauso cool finde ich hier diese Liftarme, auf denen das Ganze steht. Also ich denke, das wird so irgendeine Energie sein. Also dieser Tempel wird wahrscheinlich in der Serie irgendwie in der Luft fliegen oder sowas. Oder halt auf irgendwelchen Kristallpfeilern stehen. Aber ich denke, es ist irgendwie so ein Energieding, dass das fliegt oder sowas. Wie schon erwähnt, habe ich hier gesagt, es wird sehr viel umgekehrt gebaut. Zum Beispiel eben diese ganzen Teile, die hier rundherum sind, um diesen Thronsaal, würde ich mal sagen. Die baut man eigentlich alle in die entgegengesetzte Richtung und tut sie dann verkehrt rum über Brick Modifieds dran machen. Auch sehr gut sieht man es hier bei den blauen Dingen, da sieht man auch die negativen Noppen quasi von diesen Inverted Dachstein-Dingern. Dann eben, wo ist das abgefallen? Ah, da oben. Dann eben kann man hier sich diese Sense holen und dann kann man hier die Stiegen raufgehen am Gefängnis vorbei und dann halt oben den Kristallkönig besiegen, nehme ich mal an. Und dann hat man halt die Mission erfüllt, schätze ich. Es sind überall eben diese Wappen verteilt, auf die kommen halt alle Sticker. Das sind immer die Symbole von den Waffen und so, die dort versteckt sind. Und ja, wie gesagt, habe ich nicht drauf gemacht. Schade, dass das keine Prints sind, aber ich finde auch nicht, dass die Sticker Anzahl irgendwie unangemessen ist, also das passt schon so. Und mir gefällt so, wie es jetzt dasteht, auch eigentlich sehr gut und mir fehlt eigentlich nicht wirklich was. Ja, sehr cooles Spielset. Ich habe eigentlich gedacht, dass es halt wirklich eher nur ein Spielset ist und dass man es nicht ausstellen kann irgendwie, weil es gibt schon auch ein paar, also das ist sicher nicht der Großteil der Ninjago-Kunden, aber ein paar, die sich die Sachen auch einfach nur kaufen, weil sie sie bauen wollen und weil sie sie halt irgendwo schön ausstellen wollen oder so irgendwas. Und das kann man eigentlich mit dem Dings besser machen als erwartet, weil eben durch diese coolen Trans-Pink-Liftarme und so, das gibt ihm eine richtig coole Optik. Und wenn man das so hintereinander aufstellt, dann schaut das wirklich cool aus und hat auch eine Tiefe. Und es passiert viel, wenn man noch ein paar Figuren hinstellt und vielleicht so eine Falle auslöst, wie zum Beispiel eben diese Treppe oder so irgendwas. Ist das sicher auch witzig zum Hinstellen. Also ich würde das Set auf jeden Fall empfehlen. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht zu bauen. Es hat jetzt nicht ewig gedauert. Aber ich war sicher, weiß nicht, 2 Stunden beschäftigt oder so locker. Und vor allem war es richtig witzig, weil man halt dauernd irgendwelche Mechanismen für diese Fallen baut oder so irgendwas. Es war ein sehr abwechslungsreicher Bau. Man weiß nicht genau, was man tut von Zeit zu Zeit, vor allem eben bei dieser Treppe und sowas. Ja, keine Ahnung, man baut halt lauter Sachen, die sich irgendwie bewegen können und weiß noch nicht, worauf es hinausläuft. Und dann ergibt das dann alles in weiterer Folge einen Sinn. Das hat mir eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ja, viel mehr würde mir jetzt nicht mehr dazu einfallen. Ich hoffe, ihr habt halbwegs Erkenntnisse aus meinem Video extrahieren können oder so irgendwas, was auch immer. Und wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Baut was Schönes, wenn ihr jetzt dazu kommt. Und bis zum nächsten Mal.